Huhu. Guten Tag. Wir machen heute Keto-Eis am Stiel, ohne Zucker, aber mit Kaffee. Und ohne Mepros. Für das Eis brauchen wir 250 Milliliter Mandelmilch, dann 2 Eigelb und ein ganzes Ei. Wir brauchen ein bisschen Vanille, 1 Gramm Inulin, 1 Gramm Xanthan. Das sind 10 Gramm Instant-Kaffeepulver und das da sind 75 Gramm Erythrit, zu Pulver gemahlen mit einer kleinen Prise Stevia. Was wir zuerst machen müssen jetzt, ist die Milch in einen Topf geben und den Kaffee mit dazu. Also ich muss hier quasi Mandelkaffee kochen? Du kochst hier Mandel-Vanille-Kaffee. Das ist ungefähr eine Messerspitze Vanille mit rein. Und das muss jetzt erwärmt werden. Es muss nicht kochen. Aber es darf? Ja, dann würde ich es aber ausschalten, sobald es anfängt zu kochen. Also jetzt soll es erstmal heiß werden? Genau, jetzt wird es erstmal heiß. Während du das heiß machst, rühre ich schon mal die Eigelbe mit dem Erythrit. Zu Pulver gemahlenes Erythrit deswegen, damit sich es besser eben auflöst da drin. Und das ganze Ei kommt auch mit dazu. Und das da rühre ich jetzt schaumig, sodass es eine weiße Schaumcreme ergibt. Oh Gott. Meins ist jetzt weitestgehend schaumig. Und meins ist heiß. Und deins ist heiß. Dann nimmst du deins jetzt von der Herdplatte runter und wir brauchen einen neuen Topf. Und in dem Topf brauchen wir Wasser. Das wir nicht bei den Zutaten vorgestellt haben, weil sie auch nicht ins Essen reinkommt. So, und das Wasser kochen wir jetzt auf, beziehungsweise es ist ja schon heißes Wasser. Du darfst es einschalten auf. Wir haben es aus dem Wasserkocher auf Stufe 1 oder 2, ja. Weil da drauf kommt jetzt nämlich die Schüssel und ich habe das vorher getestet, ja, sie passt drauf. Und da müssen wir jetzt nur das Ei erwärmen, zusammen mit dem Kaffee-Milch-Gemisch, bis das Ganze stockt und dabei halt immer rühren. Dann darf ich jetzt wieder nichts machen, ne? Ja, Entschuldigung. Okay. Und das hat sich jetzt sehr gut, weiß ich nicht, im Volumen vergrößert. Das kommt drauf an, wie stark du schlägst. Mit dem Elektrobesen geht es natürlich besser. Wenn du einen Handschneebesen hast, dann wird es nicht ganz so fluffig. Jetzt müssen wir einfach nur noch das Xanthan und das Inulin einrühren. Wenn du jetzt kein Xanthan und kein Inulin hast oder das da nicht reinhaben willst, dann funktioniert es genauso. Ich finde, nur mit Xanthan und Inulin wird das Ganze etwas cremiger. Dann sparen wir uns nämlich in dem Fall die Sahne. Also das Milchprodukt. Genau. Milchproduktfrei ist übrigens auch ein Thema in unserem Keto-Kurs. Wir sind nämlich stolz wie Bolle und haben unseren Keto-Kurs jetzt endlich gelauncht nach ein paar Monaten Verspätung. Ist aber egal, der ist jetzt erhältlich und wir besprechen da drin ganz viele verschiedene Themen vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Thema dann mit Cholesterin und auch milchproduktefreies Keto. Wenn es dich interessiert, ist es unten in der Infobox verlinkt. Da steht dann alles Nötige. Jetzt fängt auch das Xanthan und das Inulin an anzudicken. Und jetzt können wir das Kochfeld im Prinzip wegtun, weil jetzt müssen wir das einfach nur noch abkühlen, bevor wir es umfüllen können. Und dafür haben wir jetzt hier einen Topf mit kaltem Wasser. Deswegen haben wir auch hier zwischendurch das warme Wasser in den kleinen Topf umgefüllt, weil wir haben ja nicht so viele Töpfe, ne? Was die Frau sagt. Und am besten geht es natürlich zum Abkühlen in einem kalten Wasserbad. Wenn du nicht in so einer Studioküche bist wie wir, sondern in deiner normalen Küche, dann kannst du auch dein Waschbecken volllaufen lassen mit kaltem Wasser. Wir haben das jetzt hier im Topf drin. Ich habe das jetzt am Ende dann doch über dem Wasserbad gemacht, im Waschbecken gemacht, weil da geht es einfach viel besser. Und währenddessen immer fleißig weitergerührt, damit halt die luftige Struktur erhalten bleibt. Ich meine, abgekühlt hat es jetzt ungefähr so 5 Minuten und es ist jetzt kühl. Nicht eiskalt, aber kühl, so dass wir es in den Gefrierschrank tun können. Und jetzt kannst du es entweder in einer Schüssel einfach in den Gefrierschrank packen und am Anfang alle 30 Minuten, also für die ersten 2 Stunden alle 30 Minuten einmal rausnehmen, einmal kräftig durchrühren, damit sich die Eiskristalle nicht so bilden. Oder in eine Eismaschine packen. In eine Eismaschine packen, geht auch. Oder aber du machst halt einfach so Stieleisförmchen wie wir jetzt. Die füllen wir jetzt voll und dann haben wir hinterher Stieleis. Ich werde auch immer wieder gefragt, was tut man denn dagegen, dass dieses Eis, wenn man es jetzt nicht so in Stieleis macht, sondern in einer Schüssel, was tut man dagegen, damit es nicht so steinhart wird?
Also A, du kannst es etwas eher aus dem Gefrierschrank einfach nehmen, dann wird es wieder weicher. B, wir haben jetzt Inulin und Xanthan rein, das hilft schon dagegen. Gegen die Kristallisierung. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass man da so 1 bis 2 Teelöffel Wodka mit rein tut. Habe ich letztes Mal lustigerweise bei einem Stieleis ausprobiert, also kann ich nicht genau sagen, ob es was gemacht hat oder nicht. Das soll aber den Gefrierpunkt senken und dadurch soll es auch etwas cremiger bleiben. Das ist jetzt aber viel, viel, viel mehr Eis, als wir Förmchen haben. Ja, weil das sind so kleine Förmchen. Wir haben noch welche drüben noch Förmchen, die werden wir dann auch noch vollfüllen und den Rest füllen wir einfach in eine Dose. Also wenn du mehr Förmchen hast, darfst du auch mehr Förmchen füllen. Ja. Wenn du Kaffee so mittel gern magst, also wir sind ja Kaffee-Junkies, aber wenn du Kaffeegeschmack so ja, ganz okay findest, aber jetzt nicht so mega auf intensiven Kaffee stehst, dann nimm vielleicht nur die Hälfte von dem Instant-Kaffeepulver, weil das ist schon so richtig Kaffee in your face. Also das ist sehr intensiv mit den 10 Gramm. Und dann steckt man da jetzt einfach nur, wenn man das Loch findet, die Stäbchen rein. Und da gefrieren die jetzt so lange, bis die halt gefroren sind. Ich weiß nicht, 6 Stunden, sowas um den Dreh rum. Und dann können wir die probieren. Mhm. Die sind ganz schön klein. Mach mal mehr davon. Ja. Ich habe heute 8 Eis gegessen. Mhm. Aber sau lecker. Oh ja. Also wenn du hast, tu auf jeden Fall Inulin und Xanthan mit rein, weil dann wird das Ganze etwas cremiger. Oh, ich finde die Idee mit dem Wodka auch nicht schlecht. Ja, wobei ich nicht weiß, Wodka schmeckt ja nach nichts. Wir können das gerne mal ausprobieren. Wenn du das Rezept in Textform haben möchtest, dann schau mal da unten in die Infobox. Da ist nämlich der Link zum Blog und da ist was? Ich dachte mir nur gerade, Wodka schmeckt nach nichts, dann bist hinterher betrunken und weißt nicht warum. Oh Gott. Link ist unten in der Infobox, auch zum Rezept im Blog und so weiter. Du darfst uns gerne einen Kommentar hinterlassen und wie jedes Jahr im Sommer, Eiswünsche werden gern entgegengenommen, falls wir nicht schon alles gemacht haben. Glöckchen, ja. Glöckchen, Däumchen. Kommentar. Bis dann. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.